Sehr gut. Ich dachte mir halt auch, so ein bisschen knacken sollte es schon. Ein bisschen Crunch dabei. Ich weiß nicht, kennst du das? Das Rinder-Tatar? Hast du schon mal gegessen, oder? Ich habe schon mal gegessen, ja. Aber ich esse es jetzt wieder neu. Ja. Und was mich neben dem Crunch gleich überrascht, ist die Säure. Das finde ich ganz verblüffend. Denn das ist ja quasi so ein Weg-auf-Moment, Weg-auf-Akkord, ne? Die Säure und der Crunch. Wichtig ist diese schmelzige Süße. Das Tatar wird leicht süßlich abgeschmeckt, ne? Hat ja mit gepickelten Zwiebeln und ein bisschen Ketchup, ein bisschen Eigelb. Dadurch wird das ein bisschen schmackig süßlich. Und die Hollandaise obendrauf hat extreme Säure. Also normale Hollandaise ist schon relativ sauer, aber die habe ich extra noch mal ein bisschen übersteuert, damit die diesem süßen Tatar entgegenkommt und dass das dann so ein Zusammenspiel wird aus süß und saurem Crunch-Effekt. Ja. Ganz unten drunter, also wenn du ganz nach unten kommst, kommt ja diese Hoisin-Salzpflaumencreme. Salzpflaume, fermentierte Pflaumen aus Japan. Hoisin, es gibt dem Ganzen nochmal so einen Umami-Kick. Und ist inzwischen, wenn man es so sagen darf, zu einem von unseren Signaturen im Cordo geworden, weil wir haben wir jetzt inzwischen schon seit 10 Monaten quasi drauf. Eigentlich haben wir jeden Monat die Amüs gewechselt. Machen wir auch weiterhin so, aber das Amüs bleibt, weil die Gäste das einfach feiern ohne Ende und ich denke mir, warum soll ich was wegnehmen, was so gut angenommen wird? Ja, also das kann man absolut nachvollziehen, dass sie es feiern. Es ist ungeheuer zugänglich, ne? Also es ist raffiniert, aber simpel zugleich. Also in der Kombinatorik ist es von jedem zu verstehen. Und das, was du von dem, also dieser Hoisin-Klecks, nicht, was du sagst, das also als ergänzend wirkt, das kann man ja auch pur unten essen. Ja. Und man kann überhaupt die Aromen sehr differenziert schmecken, aber im Ganzen ist das für mich, hebt die Säure auch die gewisse Schwere auf, die das Gericht schon hat. Ne? Ja. Denn wenn es ist doch ein Starter, ne? Ja. Es hat ja schon eine Wucht. Ne? Also man löffelt eine ganze Zeit und es ist auch also ordentliche Portion Fleisch, Ja. aber es wirkt trotzdem so leicht, fast salathaft. Ja, es ist richtig. Ich meine, die Kombination von der Hollandaise, die oben drauf ist, ist ja im Grunde genommen Luft. Ist ja nichts Festes, nichts Greifbares. Schon Fett, klar. Aber das Fleisch braucht meiner Meinung nach genau das. Wenn man das dann zusammenrührt und isst, ist es halt genau dieser Effekt, dass dieses Leichte und Fleischige gleichzeitig, kann dieser Vergleich mit dem Salat ist schon nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wieso ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Aber ich habe mir einfach gedacht, das Tatar wollte ich haben, habe mir gedacht, eine Hollandaise möchte ich dazu. Die Crunches da drüber und da drunter mussten auch plötzlich da sein, weil ich dachte, ohne das wird es ja nur, es fehlt die Textur, fehlt die Haptik im Mund einfach. Ja, und deswegen sieht das so aus, wie es aussieht. Was mir auch daran auffällt, und ich glaube, das kann man von vielen anderen deiner Gerichte auch sagen, dass zugleich fein ist, aber auch so etwas, ja, fast so etwas wie Popmusik hat. Es ist schon auch auf Effekt kalkuliert. Es ist schon heftig, also es ist nicht zurückhaltend, es ist nicht subtil, also subtil schon in der Kombinatorik und in der, sagen wir mal, in der Komposition, ne? Aber nicht im Effekt. Also da ist es gar nicht subtil, sondern da kommt schon eine ziemliche Wucht, ne? Ist das typisch für deine Stilistik oder siehst du das auch so? Ich finde schon, dass es typisch ist. Und warum ist es so? Oder beziehungsweise wie kommst du darauf? Ja, muss man klar sagen. Also durch meinen Werdegang, den ich so mitgemacht habe, habe ich einfach durch die Lehrer, die ich da hatte in meiner Ausbildung und in meinen Lehrjahren, sagen wir mal, man lernt ja nicht aus, man geht jetzt, zieht ja weiter und lernt dann weiter von den Küchenchefs, unter denen man arbeitet. Irgendwann habe ich halt mitbekommen, dass dieses Überwürzende, was man ja schon sagen kann, dass es überwürzt ist und übersteuert, dass es diese Sachen, gerade diese Gerichte geil machen, beziehungsweise diese Gerichte essen Leute dann und sagen dann so, pff,
heftig. Also ich habe gerade richtig volles Gericht gegessen. Wie oft passiert es denn, als Vergleich zu sehen, wenn man zum Beispiel irgendwo essen geht, wo alles unterwürzt ist? Die Beilagen, der Fisch, die Soße als Beispiel, alles ist okay, aber nicht übersteuert. Und man isst es und man denkt sich so, da fehlt der letzte Kick, da fehlt das Letzte, damit du wirklich beim Essen denkst, so, boah, geil. Mhm. Und das möchte ich nicht haben bei mir. Und ich mag es gerne, ich koche ganz genau so, alles schmecke ich ab, wie ich es geil finde. So. Ich nehme da keine Rücksicht, das ist so, ich bin sehr rücksichtslos, was das angeht. Wenn mir Leute, Gäste unten sagen, dass ihnen das zu übersteuert war, etc., dann sage ich denen klar, ja, sorry, das ist mein Geschmack und so ist es. Dann bin ich manchmal tatsächlich ein bisschen, mag sein, dass es ein bisschen rücksichtslos auch ist, aber das ist halt so meine Küchenstilistik. Und es gibt genug Menschen, die das gerne mögen und so sehe ich das dann halt auch. Du kannst ja im Restaurant, in diesem Business, in dem wir arbeiten, niemals jeden zufriedenstellen oder niemals so kochen, dass es allen schmeckt. Es muss ja immer Leute geben, die sagen, ach, das ist mir zu doll oder das ist mir nicht doll genug, etc. Das ist mir zu fein oder nicht. Dementsprechend mache ich mir da auch keine Gedanken mehr drüber. Mhm. Ob ich jetzt zu stark oder zu schwach würde. Ich würde so, wie ich will und so machen wir das, genau. Die Stilistik ist so, richtig. Stark, derbe, aber fein in der Zusammenstellung. Mhm. Du kommst ja quasi direkt aus einer der besten, viele sagen auch aus der besten Küche Deutschlands, aus dem Aqua. Drei Sterne, Sven Elverfeld, für die, die es nicht wissen. Was hast du denn da mitgenommen, beziehungsweise wie hat sich dein Stil entwickelt und was würdest du sagen, war wichtig dort für dich und prägt dich bis heute? Ja, also war schon nochmal ein sehr großer Schub für mich. Ich bin damals aus Frankreich gekommen, habe die französische Küche inhaliert quasi mit allen Tricks und Tipps, was es halt gibt, nimmt man Foie Gras, Trüffel etc., diese ganzen Sachen. Und dem war ich dann ein bisschen... Das hat mir dann auch gereicht. Ich wollte dann einfach was Neues haben, eine neue Erfahrung. Und dann hat der Elverfeld quasi, irgendwie kam das Angebot, dann bin ich darüber und habe dann nochmal von null angefangen quasi, weil der Elverfeld kocht, wie er kocht. Und ich muss sagen, das war schon ziemlich... Er kocht auch genauso, völlig Vollgas. Alles, was ich damals am Anfang abgeschmeckt habe, war nicht stark genug. Mhm. Immer musste ich nochmal Salz, nochmal dies, nochmal das, musste immer mehr sein. Deswegen kann ich nur sagen, ich habe da mich nochmal um 80 Grad gedreht. Also das war schon auf jeden Fall nochmal ein richtig enormer Schritt, so dass auch man jetzt sieht, man sieht, glaube ich, auch, wo ich herkomme, wenn man meine Teller sieht. Okay, aber vielleicht gibt es ja doch etwas, was... dich unterscheidet, oder beziehungsweise es gibt sicher viel, was dich unterscheidet, also was die Stilistik klar unterscheidet, nämlich es gibt ja so eine gewisse Nonchalance oder auch so eine gewisse, ich will es nicht improvisiert nennen, das bestimmt nicht, natürlich ist das alles fein austariert, nicht, aber es ist noch wuchtiger und es ist noch, es wirkt noch spontaner, also es lässt noch mehr, finde ich, Assoziationsraum quasi, als die Küche einer Drei-Sterne-Küche, der man die Perfektion ansieht und anschmeckt und auch muss. Ja? Mhm. Was ist der Berlin-Anteil an deiner Küche oder spielt Berlin als so kultureller Hintergrund eine Rolle? Definitiv. Also man hat ja hier... habe ich ja diese Spielwiese vor die Tür gesetzt bekommen, die Berlin bietet. Die Stadt Berlin hat ja mich damals schon, als ich in Hamburg, also bin ja gebürtiger Hamburger, aber als Hamburger weiß man halt, dass da drüben diese Stadt ist, wie sich Berlin nennt, wo Techno, wo Gastronomie als Koch. Ich bin damals 2010 oder 2009 hier mal hergekommen und habe gesehen, was sich hier tut, was hier aus dem Boden gestanzt kommt. Und habe mir immer gedacht, ich möchte mal hierher kommen. Am besten als junger Küchenchef, um dann einfach mal, auch wie du schon sagst, so wild raus zu kochen, aus den Sachen, die ich habe, aber wild runter zu kochen, ohne diese Dogmen und Zwänge, die du hast in der Drei-Sterne-Küche. Und dementsprechend bin ich hierher gekommen, hatte keine Lieferanten, ich hatte gar nichts, ich wusste nicht, was auf mich zukommt und dann habe ich mich mit der Stadt Berlin erstmal richtig auseinandersetzen dürfen. Ne? Ich musste Kontakte pflegen, ich musste gucken, wo ich mein Zeug herbekomme. Und dann hatte ich erstmal so diese so eine
Grundgerüst und dann, jetzt bin ich fast ein Jahr hier und muss sagen, das wird jeden Monat kommen neue Lieferanten dazu. Mhm. Neue Sachen, neue Bauern, neue Fischer etc. kommen vor die Tür und sagen, hier, wir haben dies und dies und das hört nicht auf. Da sieht man mal wieder, was für ein krasses Gerüst Berlin sich aufgebaut hat an Produzenten, die hier auch in die Stadt reinfahren, aus Brandenburg etc., aus der ganzen Region kommen und sagen, hier, ich hab das geilste Huhn. Ich hab gestern oder letzte Woche kam jemand vorbei und hat thailändisches Gemüse vorbeigebracht. Das heißt, du musstest erst kämpfen und jetzt kommen die Leute. Ist das so? Ja, klar. Also die wussten ja nicht, dass ich komme. Mhm. Keiner weiß ja, dass der Stockhausen jetzt den Laden da aufmacht. Neu. Mhm. So, deswegen wusste ja eh keiner, was da passiert. Aber ich habe auch mal gehört, dass man also erst einen gewissen Status erreichen muss, bis man an die richtig guten Lieferanten kommt, die man vorher entweder nicht kannte oder die das ablehnen und sagen, ich habe leider nichts mehr, tut mir leid. Und dann plötzlich geht's doch. Ja, definitiv. Also ich muss aber leider dazu sagen, dass es dieses von ganz null musste ich nicht anfangen. Dadurch, dass wir die Cordo Bar geschlossen haben und das Cordo aufgemacht haben, waren da schon Leute, die wussten, okay, Cordoba ist eine Hausnummer, Stockhausen kommt aus dem Aqua, wir schauen uns das mal an, da kam dann auch... Das kann nicht schief gehen, aber sie waren auf jeden Fall interessiert und wir waren schon mal auf dem Schirm, so, mussten nicht ganz unanfangen, aber so diese ganz krassen Sachen, die besternten Kollegen und so haben, die wusste ich alle nicht, ne, und dann habe ich irgendwann dann mal gefragt und gesehen und so, und wo kriegt ihr denn euren Fisch her, und so, hier und da, ne? Das ist alles so, ja klar, ich sag dir doch nicht, wo ich meinen Fisch herkriege, so. Aber irgendwann habe ich es dann doch rausbekommen und ja, also ich kann nur sagen, jeder, der sich hier in Berlin Fisch aus Frankreich kauft oder solche Sachen, ne, sorry, aber das ist halt einfach total sinnbefreit, du kannst dir hier die besten Produkte fischtechnisch, was hier aus der Mecklenburger Seenplatte zum Beispiel kommt, gemüsetechnisch muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Da hat ja auch die Markthalle 9 ein hervorragendes Netzwerk aufgebaut. Du kannst alles von hier bekommen, du musst nichts von woanders bestellen. Und Leute, die jetzt unbedingt eine Papaya aus Asien brauchen, denen ist sowieso nicht mehr zu helfen, meiner Meinung nach. Also das mal so eine Papaya im Frühstück ist alles cool, aber man muss ja nicht, wenn man alles vor der Tür bekommt, auf Zwang ein Schiff vollladen und dann mit Gemüse bestücken. Also der Ruf von Brandenburg, der historische als Sandbüchse und unfruchtbare Gegend und so weiter, das trifft nicht mehr zu. Ich glaube nicht. Also ich bin jetzt kein studierter Agrarwissenschaftler. Ich weiß nicht, was da passiert ist oder wie das passiert ist, ich glaube eher, dass die Bauern den Knall gehört haben oder den Schuss oder die Möglichkeit gesehen haben, dass da ein fruchtbarer Markt entsteht. Offener wird, dass die Leute offener, die Gastronomie offener für diese einzelnen Produkte, Demeterware etc. wird und nicht mehr dieses Großhandel, dass dieses Großhandelkaufen sowieso an sich ein bisschen in Verruf gerät oder nicht mehr am Zahn der Zeit ist, einfach dieses, ich kaufe mir 6 Kisten 10 cm lange Karotten, die alle gleich aussehen, da braucht halt kein Mensch mehr. Also zumindest nicht die Kollegen, mit denen ich mich jeden Tag beschäftige und mit denen ich spreche. Und glaubst du also, dass dieser Schritt zur Individualität, wenn man so will, und auch zum Nicht-Genormten ein Berliner Weg ist? Ist das eine Berliner Stilistik in der Küche oder ist das ein allgemeiner Trend? Ich meine, allgemein ist schon der Trend ein Regio, ne? Das ist schon ist ja sogar ein weltweiter Trend. Ja, ist auch ganz richtig. Ja, also klar, es leuchtet ein, ne? Sofern es Sinn macht und Produkte da sind. Aber wenn sie da sind, ne? Aber was könnte man von einer Berliner Stilistik sprechen in der Spitzenküche? Und schwer. Also von der Berliner Stilistik finde ich persönlich schwer. Es gibt so viele verschiedene Charaktere hier in Berlin in der Stadt, von den Kollegen, die ich bis jetzt getroffen habe. Von dem, was ich gegessen habe, versucht natürlich jeder seine eigene Handschrift rauszubringen, weil sonst macht es ja auch keinen großen Unterschied mehr, ob du jetzt so kochst wie Koch A oder Koch B, und die kochen beide gleich. Dementsprechend gibt es die Stilistik meiner Meinung nach nicht. Es ist ja auch Berlin. In Berlin kannst du ja alles essen, was du willst. Du kannst alles. Jede Nationalität ist hier vertreten. Das ist das, was ich so krass finde. Das gibt es in Hamburg nicht so. Es gibt in Hamburg auch viel, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was hier passiert. Das ist für mich, für die Außenstehenden, die aus anderen Städten kommen, wie ich aus Hamburg, habe gewusst, dass was auf mich hier wartet, dass dieses
krasse, diese krasse Spielwiese. Sachen wie, es gibt eine kleine Wiese in Berlin, wo Thailänder einen Thai-Markt aufbauen. Mhm. Solche Sachen. Mhm. So, solche Sachen einfach. Das gibt es ja überall. Und solche Sachen finde ich halt, das zeichnet Berlin aus, meiner Meinung nach. Vielleicht sogar international? Also definitiv. Könnte man, ja, also ja. Ich meine, es gibt andere Städte, ne, die auch eine internationale Küche haben, aber also so Ethno-Food ist dann oft nur auf wenige ne, und auch historisch irgendwie mit diesen Ländern oder Städten verbundene Richtungen, Kulturen beschränkt. Während man in Berlin ja, also man denkt an London, ne, okay, New York ist noch mal eine andere Nummer, aber ja, also die Vielfalt ist schon auffällig, anders, ne, als oder größer als in anderen Städten. Ja, definitiv. Und die Qualität wird auch besser, ja, oder ist teilweise schon so, dass man sagen kann, man kriegt es dann in dem jeweiligen Land auch nicht besser. Klar gibt es immer Unterschiede, wenn man jetzt nach Neapel fährt und da die beste Pasta oder die Pizza isst, ist es natürlich immer noch, glaube ich, obwohl bei Pizza muss man wirklich sagen, dass die echt gut ist. Man muss es wirklich sagen. Also ich habe tatsächlich neulich in Neapel, ich habe quasi den Test gemacht, aber klar, die Umgebung spielt dann immer mit, ne? Die spielt mit und man isst die quasi mit, wenn man die Pizza isst. Ne? Dennoch, also die Pizza selbst an sich, also der Teig war vorhin, das wird hier manchmal nicht so richtig beachtet, dass das Wichtigste an der Pizza der Teig ist und nicht der Belag. Also das Ideal der neapolitanischen Pizza ist eigentlich nur der Teig und wenn der nicht schmeckt, vergiss es. Ne? Ja. Aber dennoch, also man kann hier auch eine Pizza essen, die mindestens auf dem gleichen Niveau ist. Ne? Definitiv. Ja. Ja, stimmt. Da muss ich mich Kebab-technisch stöhnen. Also diese ganzen Sachen, das ist Wahnsinn. Also ich, weil, wie du schon sagst, die einzige Sache, die damit vermissen lässt, ist halt, du kriegst halt nicht den Vesuv vor dir und isst dann die Pizza zum Beispiel. Das fehlt dann natürlich. Ja, aber, sonst hast du schon recht. Ja. Ja. Den Lärm kriegt man manchmal auch in den Lokalen, also wenn die Lokale hier von Italienern besucht sind, kriegt man, gibt es ja jetzt auch immer öfter, ne? Das gibt sich ja auch für andere Küchen, ne? Dass die Landsleute dann kommen und das Essen und das Lokal voll ist. Was fehlt denn, warum hat denn Berlin keine Drei-Sterne-Restaurant? Woran fehlt es? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich muss da vielleicht mal ein bisschen zurückdrehen. In der Zeit, wo ich in 4 Jahreszeiten in Hamburg gearbeitet habe, haben wir 2 Sterne gehabt, der Christoph Rüffer. Wir haben, der Laden und alle anderen drumherum haben alles dafür getan, um den 3. zu bekommen. Ich war damals noch ein kleiner, ich war Demi-Chef de Party. Das, nein, nach dem Kommi. Also das ist noch sehr junger Koch. Hatte eigentlich noch nicht viel Ahnung von nichts. Aber ich habe halt gekämpft und wir haben alle gekämpft. Und es hat nicht geklappt. 2 Jahre in Folge, dann bin ich weitergezogen. Und dann habe ich trotzdem gedacht, so, jetzt aber nächstes Jahr kriegen die auf jeden Fall den 3. Stern. Und dann kriegen wir, und das ist jetzt schon 6 Jahre her. Und kämpfen die weiter? Oder ja, definitiv. Okay. Aber es passiert nicht. Und ich war letztens mal das alte Team dort essen. Und ich kannte durch das Aqua einige andere 3-Sterne-Kollegen, wo ich dann mal 3 Sterne probieren durfte. Bei einigen musst du ganz klar sagen, Hut ab, der Typ macht Sachen, die kein anderer macht. So, und das ist das, was du machen musst, um diese 3 Sterne zu bekommen. Du musst definitiv was tun, was kein anderer macht. Und wenn du das hinbekommst, deine eigene Handschrift so durchzuführen, dass dann wirklich jeder Mensch, der dann irgendwie im Internet einen Teller sieht und sofort sagt, ja, das ist Elberfeld zum Beispiel, durch seine Stilistik von der Tellerführung etc., dann kriegst du 3 Sterne, meiner Meinung nach. Klar, spielen dann auch noch so ein paar Sachen, das Drumherum muss natürlich auch passen, denke ich, bei 3 Sternen definitiv. Wenn die offizielle Ansage von Michelin ist, es zählt nur, was auf dem Teller ist, kann ich mir nicht so vorstellen, weil wenn man jetzt alle 3 Sterne vergleicht miteinander, das haben die schon alle ein bisschen Grundbaustein. Zumindest in Europa, ne? In anderen Ländern könnte es auch eine Pommesbude nicht. In den neu erschlossenen Michelin-Ländern ist es tatsächlich dann plötzlich egal. Richtig. Tokio mit diesen Sushi-Buden, die eigentlich eine Toilette sind oder nebenbei so ein Eingang in der U-Bahn-Station. Okay. Finde ich dann ein bisschen, ich glaube, es ist einfacher, so ein Land neu zu erschließen und dann zu sagen, hey, wir machen hier mal ganz was Neues, als dann auch dasselbe in den alten, schon etablierten Ländern durchzuführen. Weil dann ist ja wahrscheinlich pures Chaos. Eben. So. Du kannst dann die Uhr auch nicht zurückdrehen, ne? Richtig. Der Standards, ne? Ja. Aber glaubst du denn, okay, also das finde ich sehr einleuchtend, was du sagst, auch wenn es schwer dann also zu objektivieren ist natürlich, ne? Aber gut, also die Kenner wissen es dann. Glaubst du denn, dass es in Berlin mal klappen könnte? Oder was ist überhaupt wichtig?
für Berlin? Ach, natürlich. Also ja. Man hat es gesehen letztes Mal, es ist ja dann plötzlich ein Drei-Sterne in Hamburg hervorgegangen. Davor war es ja auch die ganze Zeit niemals, es gab in Hamburg da keinen Drei-Sterne. Ja. Plötzlich war einer da und der ist seit... Kevin Fehling. Kevin Fehling ist seitdem er geöffnet hat, ausgebucht. Es gab da wohl keinen Tag, an dem sie einen Tisch frei hatten. So. Und hat er auch die Szene verändert in Hamburg? Ja, klar. Also es wurden natürlich die Karten neu gemischt. Ne? Plötzlich war der Rüffer nicht mehr der beste Koch Hamburgs, sondern der Fehling. Das ist natürlich auch ein Ansporn für ihn gewesen. Und ich glaube, das würde hier auch passieren. Wenn es hier plötzlich in Berlin einen geben würde, der dann plötzlich aus diesem Zwei-Sterne-Pool raussticht, dann würden alle anderen natürlich viel mehr angespornt sein, denke ich, da entweder hinterherzuziehen oder zu sagen, okay, da kommen wir nicht hin oder so. Es würde einfach diese Dynamik, denke ich, komplett ändern. Ja, komplett. Ja. Also, nur das Gefühl, dass hier so die Szene der Sterneküchen so etwas entzerrt, oder nein, nicht die Szene, die Struktur entzerrt werden müsste. Irgendwie drängt sich doch auch sehr viel, so gerade im Ein-Sterne-Bereich. Und manchmal ist nicht so ganz klar, also weil das Gap zwischen den Einzelnen ist dann doch da, ne? Warum hat der jetzt noch einen oder warum hat der überhaupt einen und so, ne? Und also ein paar Zwei-Sterne und vielleicht ein Ein-Sterne würde das vielleicht stärker entzerren und da würde man klarer auch die Logik so empfinden, ne? Und sagen, das ist doch klar, ne? Der hat einen oder zwei. Definitiv. Ja. Also es gibt natürlich auch so ein, zwei Läden hier in Berlin, die ich probiert habe, wo ich sagen müsste, okay, ich meine, das Adlon ist schon von der Pompösität, von dem Laden an sich, ist das schon für mein Verständnis, mein eigener Vergleich, den ich habe mit den Drei-Sterne-Restaurants, wo ich essen war, ist das das Eheste. Es hat aber von der Kühnstilistik kann man da jetzt sagen, das ist sehr gute französische Küche. Finde ich krass gut. Ne? Also das ist so mein, das ist auch, erinnert mich sehr ans Herlin damals. Und das ist auch wieder dieser Punkt. Das ist nur meine Meinung so. Ist das vielleicht so französische Küche? Da gibt es die Schwarzwaldstube, die hat drei Sterne. Und vielleicht war es das dann auch. So, ich weiß es nicht. Vielleicht reicht es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Michelin. Und vielleicht hängt die Latte dann auch in Berlin jetzt höher über all die Jahre, ne? Weil irgendwie muss es dann ja auch zu begründen oder muss es einleuchten dann. Ne? Wenn es dann jemanden gibt, dann ist ja wichtig, dass man die Frage beantworten kann, ja, aber warum so lange nicht und warum jetzt ausgerechnet der? Ne? Ja, und vielleicht hängt die Latte dadurch auch sehr, sehr hoch. Wie war das denn eigentlich als Deutscher in Frankreich? Vor allen Dingen als Deutscher in Frankreich ohne Französisch. Ohne Französisch und in der Küche und denen dann noch was sagen wollen, den Franzosen. Das war mein Glück, dass ich direkt eingestellt wurde als Chefpatissier. Das war meine erste Anstellung dort. Weil ich in einen Laden gekommen bin, wo keiner so richtig Patisserie konnte. Und das war mein Glück. Hätte ich da als Kombi angefangen oder so. Aber hast du das denn gelernt? Ich hatte das Glück, dass ich vorher, also ich habe mich schon immer für Patisserie interessiert. Mein Ausbilder, Tarek Rose, hat mir schon die Grundbasics in der Ausbildung eingeprügelt, weil er einfach mir solche Grundrezepte gegeben hat und so. Und dadurch, dass wir so ein System hatten, wie diesen wöchentlichen Brunch am Sonntag, da musste man Tarts für backen, Mousse für machen, Schokomousse, Eiscreme, all diese ganzen Basics musste ich jede Woche aufs Neue machen. Also hatte ich die Routine und gute Rezepte, das braucht man in der Partie. Wenn man die Rezepte befolgt und die hat im Buch, deswegen braucht man die Bücher, vor allen Dingen im Patisseriebereich. Was heißt die Bücher? Also selbst selbstgeschriebene Bücher natürlich als Koch. Ich meine, als Hausfrau zu Hause ist es natürlich schwer, wo soll man die Rezepte herkriegen, wenn man nicht jeden Tag bei der Arbeit ist und sich die aufschreibt. Kennst du das Dessertbuch von Witzigmann? Ich habe eins, glaube ich, ja. Ist das gut? Ja, doch. Ich frage dich das jetzt, weil ich das auch den Mo Miller, den Patissier von Tim Raue, gefragt habe. Was hat er gesagt? Nee, er sagte, nee, gut, also es spielt jetzt spielt keine große Rolle für ihn. Ne? Ja. Nein, aber das ist jetzt so mein persönliches Ding, ne? Weil ich finde, also wenn man die Sachen befolgt als Laie, ne, dann gelingen die Sachen. Ja, das ist sehr das präzise. Wichtigste. Das ist sehr das präzise. Wichtigste bei diesen Kochbüchern. Da habe ich leider ganz am Anfang sehr schlimme Erfahrungen mitgemacht, dass von den ganzen Sterne-Kollegen, die dann die Bücher gemacht haben, dass die Rezepte einfach nicht funktionieren. Das war einfach mit Absicht und Standard. Ja. Und es war so, what the fuck, was macht ihr hier? Warum funktionieren die Rezepte nicht? Ist das hier so ein Bilderbuch, was ihr verkauft für 60 Tacken oder so? Und da habe ich dann echt kurz den Glauben an diese Kochbücher verloren und dann hat mich ein Kochbuch aus diesem Sumpf wieder rausgeholt. Oh, das war von Daniel Homme. Aus dem 11 Madison Park in New York. Ja, und dort habe ich dieses Buch gekauft, weil mir die Leute meinten, oh, das ist gut.
war ich so, okay, gut. Dann habe ich es mir angeguckt, habe Gel-Rezept ausprobiert, irgendein Gel. Mhm. Ne, so eine Creme die mit Agar etc. Das hat einfach genau funktioniert. Und da war ich schon so, okay, gut, gut. Und dann habe ich ein paar Rezepte ausprobiert. Es hat einfach jedes Rezept funktioniert. Und dieses Buch ist einfach eine Bank. Also damals hat mich dieses Buch wirklich extrem wieder zum Positiven gestimmt. Mhm. So, und es gibt natürlich, jetzt inzwischen bin ich so weit, dass ich natürlich vorher mich informiere, ob die Rezepte funktionieren, bevor ich mir dieses Buch kaufe. Aber in Frankreich hattest du selbst geschriebene Rezepte, hattest deine Bücher, konntest du auch verlassen, hast das Patissier angefangen und hattest dann einen guten Start, ja? Genau, ich habe halt, man muss auch dazu noch sagen, dass der Christian Hüms im Jahreszeiten der Patissier war und den habe ich mir dann auch, also der Typ ist halt krass, der ist eine Kollegin. Danach Atelier. Danach ist er ins Atelier in München gewechselt so und da habe ich mir dann wirklich mal seine Stilistik angeeignet. Und bin damit nach Frankreich gegangen, mit dieser gemüseherben Dessert. Das Buch von Christian Hüms funktioniert übrigens auch. Wollte ich auch gerade noch sagen. Ja. Sehr gut. Ja. Also meine Freundin hat sich extra nochmal ein englisches Buch, weil die ist übrigens auch Franzosin, die habe ich da kennengelernt in Frankreich. Die hat dieses Buch jetzt auch. Und immer wenn sie nichts zu tun hat oder zu Hause ist, und dann auf einmal komme ich nach Hause, dann hat sie wieder seine Muffins oder seine Cookies gebacken. Oder so. Um das Thema Frankreich zurückzukommen, ich habe da diese modernen, europäischen, modernen Desserts gemacht. Mhm. Und in Frankreich muss man sagen, gibt es diese, oder in der Normandie, wo ich war, gab es diese Desserts nicht. Gab es nicht. Wir müssen kurz sagen, wo du warst. Manoir de Rétival. Manoir de Rétival in Côte-Bec. Rive-en-Seine. Ja, Rive-en-Seine, das ist die Seine, also der Fluss. Ja. Direkt oben über, so, das ist ein kleiner Hügel. Der Fluss Seine. Ja, okay. Und wer ist der Ort? Côte-Bec-en-Co. Okay. Es ist ein ganz kleines Örtchen, super schön. Also ich muss jedem empfehlen, der dort durch die Gegend brettert im Sommer am besten, dort mal anzuhalten und sich an die Seine zu setzen, Käffchen zu trinken und Croissant zu essen. Mhm. Für mich war das wunderschön am Anfang, aber ich bin Großstadtkind und irgendwann war das dann nicht mehr so schön für mich, weil es ist ein Dorf mit 1500 Einwohnern und da war dann irgendwann so, dass jeder meinen Namen kannte, jeder wusste hier der deutsche Yannick und so. Aber das ist ja schon ein bisschen Vorbegriff. Wir wollen ja erstmal den Anfang besprechen. Richtig. Ja? Also, okay, fangen wir mal vorne an. Ich habe die Party gemacht. Ich habe sehr erfolgreich die Desserts gemacht. Das haben alle gefeiert. Dann hat der Chef dort mitbekommen, dass ich auch noch kochen kann nebenbei. Also allgemein kochen. Soßen kochen. Fisch konnte ich sehr gut. Habe ich im Herling gehabt. Garde manger, also Vorspeisen konnte ich auch gut. Und dann hat er einfach gesagt, komm, du bist jetzt mein Executive Chef, Küchenchef. Du übernimmst das Zepter hier, leg mal los. Und plötzlich war dieses ganze französische Team unter mir und am Anfang mussten wir mit Händen und Füßen reden. Also ich konnte nicht mit denen, und Englisch war da ja auch ein Problem. Konnten wir auch alle nicht. Ja. So, dann habe ich Google Translator auf meinem Handy gehabt und dann so ganz, aber das ist halt das Gute gewesen für mich. Ich kann mich noch erinnern, 3 Monate nachdem ich da war, habe ich im Suff das erste Mal Sätze formuliert in Französisch. Nach 3 Monaten, das muss ich mal reinziehen. Ich hatte in der Schule mal für ein Jahr oder so Französisch und das war auch nix. Also ich habe es direkt wieder abgewählt, nix. Und dann nach 3 Monaten ging das dann so los. Dann nach einem Jahr konnte ich flüssig sprechen. Nach 1,5 Jahren bin ich dann meine jetzige Lebensgefährtin in mein Leben getreten und dann musste ich sowieso jeden Tag nur noch Französisch sprechen. Sprecht ihr jetzt Französisch miteinander? Naja, wenn es Streit gibt. Nee, es ist ja so. Also hat sie Deutsch gelernt? Ja, sie muss, ist ja jetzt hier. Also klar, wäre es gut für sie, dass sie mit mir nochmal ein bisschen Französisch redet. Tun wir auch. Ja. Wenn es romantisch wird oder wenn es böse wird. Ja. Aber eigentlich versuchen wir, Deutsch und Englisch ist eigentlich, muss man sagen, Englisch sprechen wir auch sehr viel, weil das einfach am flüssigsten und am zügigsten geht. Mhm. Genau. Also dann hast du dich da durchgesetzt. Das ging dann ja doch irgendwie ganz glatt letztlich. Ne? Und ihr habt dann einen Stern gekriegt. Genau, dann haben wir noch einen Stern bekommen. Das war auch sowieso der Oberknaller überhaupt. Weil zu der Zeit gab es keinen deutschen Sternekoch überhaupt. In Frankreich. Ja. Und das ist mir auch nicht so bewusst gewesen. Er hat der Chef angerufen, der war im Urlaub und sagt, Digga, so morgens um 5 bei uns, weil er war in Thailand. Digga, wir haben Sterne. Und ich so, was? Oh, also ich war wirklich komplett müde. Und wenn man mich aus dem Schlaf holt, dann bringt mir auch so eine Sterneansage nichts mehr. Da habe ich mich erstmal wieder hingelegt, konnte natürlich nicht schlafen, hatte Kopfschmerzen, bin dann irgendwann aufgestanden, bin den Rest angerufen und meinte so, Leute, wir haben einen Stern gekriegt. Ne? Und dann war auch erstmal Party angesagt, dann kam das ganze Dorf vorbei, hat gratuliert. Das ganze Dorf kommt vorbei und sagt, komm vorbei und gratuliert dir zum Stern. Das musst du mal reinziehen. Das wertet ja auch das Dorf auf. Ja, ne? Definitiv. Ja. Definitiv. Vor allem so ein Stern, weil das war halt so, wenn ihr euch das mal anguckt, das Manoir ist ein richtig krass, schön gemachtes Schloss. Wunderschönste Gegend. Also es ist einfach wunderschön da. Es ist nichts davon abzusprechen.
Das Einzige, was dann irgendwann kam, wo war dann der Stern da war, war dann der Wunsch da vom Chef, ein bisschen wieder in diese klassische französische Schiene zu gehen, in seine Schiene eigentlich. Mhm. So, und das war nicht meine Schiene. Mhm. Das war das Problem. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, dann kam das Angebot vom Elberfeld, ziemlich passend so, zack. Und dann habe ich mir gesagt, so, ja, du weißt was, mach, ich bin hier sowieso durch. Ich bin 2 Jahre hier gewesen, ich muss nicht noch länger in Frankreich bleiben. Ich würde gerne auch nochmal 3 Sterne machen und bin dann abgezogen. Mhm. Bin aber nichtsdestotrotz, ich glaube, einmal im Monat in Frankreich gewesen, weil ich immer da wieder hin zurückgekommen bin und zu meiner Freundin auch. Dann irgendwann wurde dann das immer meiner Freundin auch zu viel. Und dann ist sie zu mir, jetzt nach Berlin, also ich war ja in Wolfsburg, sie ist nach Berlin gezogen. Und deswegen war überhaupt der Grund, warum ich irgendwann in Berlin gelandet bin, sie. Also durchaus erstmal nicht, zwar nicht zufällig, aber von anderen biografischen Umständen abhängig als jetzt von dem Wunsch, hier ein Restaurant zu eröffnen. Aber jetzt bist du hier, ne, und machst die Küche in der früheren Cordoba, ist jetzt also ein Full Restaurant oder ja, also keine Bar mehr. Wie ist das und wie konzipierst du die Menüs? Wie kriegst du die Gäste hierher und wie hältst du die Gäste der Cordoba? Ja, das war sowieso ein Riesenproblem mit der Cordoba, mit den Gästen der Cordoba, weil das natürlich mit dem einen nichts mehr zu tun hatte, das, was wir dann daraus gemacht haben. Wir haben halt uns wollten, es war halt kam von den Geschäftsführern auch der Wunsch, dass es halt keine Partybar mehr sein darf und soll. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, dann lass mich da Casual Fine Dining reinmachen. Das ist halt das, was wir hier umsetzen können. Mhm. Und habe gesagt, ich will mal ein Menü machen, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ich möchte das machen, was ich will. Dieses, was ich jetzt halt mache, dieses nordisch-Hamburger bezogene Essen hier in Berlin mit Berliner Produkten im Endeffekt. Dementsprechend gab es am Anfang eine schwere Phase. Wir haben im November letzten Jahres aufgemacht. Es war von November bis Januar fast aus, also immer voll. Wo wir schon alle dachten, so, yeah, geil, mega geil, krass geil. Aber es waren alles so Gäste, die kamen alle vorbei, um zu gucken. Die haben uns alle ausgecheckt und sind dann erstmal nicht mehr gekommen. So. Dann sind auch teilweise so Cordo-Bar-Gäste gekommen, die konnten nichts mehr damit anfangen teilweise. Mhm. Also die waren total, die sind teilweise, wir haben andauernd Gäste gehabt, die sind reingekommen und sind wieder gegangen. Sie sind gekommen, um sich enttäuschen zu lassen, ne? Wahrscheinlich schon mit der Einstellung auch. Genau. Ne? Ist doch klar, dass das nicht so toll ist wie früher. Ja, auch dann auch mit der, gab es dann auch Kommentare in den Bewertungsportalen, so regelrechte Niedermachung von wegen, ja, das hat nichts mehr mit diesem einzigen Glanz der Cordoba zu tun, ist aber alles nur noch teuer und schlecht und scheiße. Und wo ich dann echt so denke, so, ganz ehrlich, das ist einfach nicht objektiv, was du da schreibst, ich nehme dich einfach nicht ernst. Ist so. Mhm. Wenn jemand zu mir kommt und das ist scheiß Produktqualität, was wir hier servieren, dann ist es einfach gelogen. Punkt. Mhm. Wenn jemand sagt, dass ihm das nicht passt, wie wir das Kellner Englisch sprechen, kann man so sehen, ja. Du bist ja immer noch in Berlin, sorry. Also wir kriegen ja auch keinen. Also wenn wir uns das aussuchen könnten, können wir uns das aussuchen. Aber wir leben hier in Berlin. Wir brauchen Leute, die uns helfen. Und wenn die Leute Englisch sprechen, dann bin ich der Letzte, der sagt so, du kannst nicht bei mir arbeiten. Was soll das? Ja. Solche Sachen gibt es halt, wo du dich damit auseinandersetzen musst, wo du dir so denkst, muss das sein? Muss ich mir mit sowas jetzt den Kopf zerbrechen? Nee, mache ich nicht. So. Aber hat euch das beschädigt, denkst du? War das nachhaltig? Was genau? Diese negativen Kritiken in den Foren? Nö. Also, wir hatten, ich kann immer nur von mir selber sprechen. Ich lese mir so einen Kram auch nicht durch. Also ich lese mir diese ganzen Berichte, also wenn jemand positive Sachen schreibt, ist das alles schön und gut. Aber man liest halt immer die schlechten Sachen zuerst eigentlich. Ne? Hm. Und wenn man dann immer so liest, wie dann irgendwelche Hobbykritiker da anfangen, die Leute komplett auseinanderzunehmen, dann denke ich mir immer so, ja, das ist immer so eine Erfahrung, die derjenige gemacht hat an dem einen Abend. Und das kann ja sein, ich habe schon so oft mitbekommen, dass Menschen mit einer schlechten Laune zu dir reinkommen. Und dann schon die ersten, sind schon richtig abgenervt und es ist einfach alles scheiße. Und dann schreibt der am Ende des Abends einen schlechten Kommentar darüber. Dann denke ich mir auch so. Oder haben zum Teil Erwartungen, die nichts zu tun haben mit dem Angebot. Auf der anderen Seite nicht die Journalisten und die Fachjournalisten, die haben, soweit ich das verfolgt habe, von Anfang an sehr positiv geschrieben. Also geradezu jubilierend. Ja, da muss ich sagen, wir hatten ganz am Anfang einen relativ durchwachsenen Kommentar von Bernd Mattes. Das war, also er hat schon geschrieben, der Junge kann gut kochen, aber da gibt es so ein paar Sachen, die stören mich total und so. Und da war ich schon so echt so, uff.
Oh, scheiße, jetzt geht's mit Medi los, jetzt kriegst du erstmal den Schelten links und rechts so. Aber okay, es war jetzt so Kopf hoch, das, der hat schon schlimmer geschrieben, das ist alles okay. Ja, so, ja, dann haben wir irgendwann nochmal eine Veranstaltung gemacht, da war er dann auch dann da und da war dann plötzlich wie ausgewechselt, fand er total geil alles. Und drumherum waren dann die anderen Leute auch da. Wir hatten schon so ziemlich jeden da, muss ich sagen. Also es waren die Sternefresser da, es waren Falstaff, ich will jetzt hier niemanden vergessen, aber es waren so ziemlich, jedes Magazin war da. Ich denke auch, ne? Und alle haben uns, Dollase war auch da. Dollase war auch da, ja, Wahnsinn. Ja. Der Typ hat auch super geschrieben, der hat seine betitelt, oben dicke Schrift, kommt nach Berlin. Ja. Zu mir, ja, zu uns, das ist also geil. Viel mehr geht nicht. Kann man, nee, geht das irgendwie ist dann nicht. Eröffnungsjahr, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ich merke jetzt auch wieder, jetzt wo es ein bisschen so diese Herbstsaison eingeleitet wurde, läuft es bei uns einfach gnadenlos wieder an. So, das ist halt das Problem gewesen im Sommer bei uns, dass wir eine Terrasse zwar haben im Hinterhof, die aber nur so 16 Plätze fasst und unser Innenbereich ist für 40 ausgelegt. Mhm. Und wenn du im Sommer dann plötzlich nur 16 Gäste schickst, dann wird man dann schon mal ein bisschen nervös, finde ich. Also ich wurde schon manchmal dann so ein bisschen nervös, weil das ist so, puh, scheiße, das, das reicht alles nicht, das ist so, das ist, ja. Aber alle sagten in Berlin, jeder Gastronom guckt mich so an, so, Tiki, das ist Berlin. So, okay, gut. Okay. Ja, ich denke, das ist so, ja. Ja. Und auch, dass alle draußen sitzen wollen müssen, ne? Das ist ja auch so eine Marotte. Okay, also, aber du hast den Eindruck, ihr seid auf einem guten Kurs und also das, was du beschreibst, erscheint mir auch sehr saisonal und auch natürlich davon abhängig, dass ihr gewesen, dass ihr hier neu begonnen habt. Ja. Du musst ja erstmal einen Namen machen und dich in dieser mittlerweile doch wirklich sehr großen Szene auch behaupten. Ne? Ja. Und es gibt ja einige Restaurants, die so wie ihr jetzt keinen Stern haben, aber gut sind und da muss man sich erstmal unterscheiden können. Ne? Ja, definitiv. Definitiv. Also ich muss auch sagen, dass ich am Anfang ziemlich die Hosen voll hatte, ganz am Anfang. Bevor wir aufgemacht haben, hatte ich die Hosen voll, weil ich dachte echt so, boah, Berlin ist echt ein Pflaster. Hat auch jeder meiner Freunde mir gesagt, so, boah, Berlin, ey, willst du das machen? Ey, das ist ein riesen Konkurrenzding da. Jeder, also es gibt so viele Sterne-Restaurants, es ist so viel los. Ich sage, ja gut, aber es ist so, wie es ist jetzt. Ich ziehe das jetzt durch. Und dann haben wir die erste Karte gemacht. Das war alles noch sehr in den Kinderschuhen, muss ich sagen. Meine erste Karte war einfach. Und ich war auch noch nicht so ganz... Ich war noch nicht, hatte noch nicht genug Selbstbewusstsein, um das so zu machen, wie ich es jetzt mache. Damals haben wir sehr viel fermentiert, sehr viel übertrieben viel. Weil ich habe halt mich vorher informiert, wie sind hier gerade die Trends in Berlin. So, und habe gesehen, diese Fermentationssachen und all dieses Kombucha, das und das und dies. Und dann habe ich plötzlich eine Karte geschrieben, wo ich dachte, die müsste an Berlin passen. Da habe ich noch gemerkt, dass die Leute alle so ein bisschen so, ja, das ist gut, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal hast. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, weißt du, wisst ihr was, bei irgendeinem Meeting, so, wisst ihr was, ich hau jetzt einfach wieder meine Hamburger Sachen raus. Hamburger, meine heimatbezogenen Sachen hier, damit die Leute, dann haben wir ein Hamburg-Schild vorne an die Tür geknallt, damit die Leute wissen, was hier erwartet. Unten auf dem Klo läuft Hans Albers jetzt. Und wir schicken als Petit Four Franzbrötchen zum Beispiel, kleiner Snack. Wir machen sowas wie Matjes Müllerin-Art, wir machen Hamburger Pantfisch, aber immer noch, zwischendurch gibt es immer noch so asiatisch beeinflusste Sachen oder auch Berliner beeinflusste Sachen. Kebab zum Beispiel hatten wir. Also ein Gericht, das die Aromatik von so einem Döner von hier um die Ecke haben sollte. Also ich empfinde das auch nicht als sehr sich in den Vordergrund drängend, die nordischen Elemente, die es gibt. Also die sind doch sehr eingebunden, finde ich, auch in sehr wohl andere Elemente. Also man erkennt deine Stilistik schon und man erkennt, dass du mit Einflüssen spielst, aber ich wäre jetzt nicht auf das Label Hamburger Küche gekommen. Also was mich sehr beeindruckt hat, war oder ist, wie du Gerichte auch, also Gerichte, die es gibt, die auf der Karte stehen, entwickelst. Also ich habe, glaube ich, mal ein Huhn gegessen bei dir und ich glaube, das war am ersten, also an dem Tag zum ersten Mal auf der Karte. Ja? Mhm. Und ich fand, dass es nicht so ganz sauber gewürzt war oder dass es da noch Optimierung gab. Und dann habe ich es irgendwann 2 oder 3 Monate nochmal gegessen und es war
Vollkommen, es war perfekt. Es war ein völlig anderes Gericht auch. Mhm. Nur durch die Würzung. Also, mhm, du hast daran sehr gearbeitet nochmal. Definitiv. Das, ja, das darf man aber auch nicht unterschätzen. Man darf auch bei solchen Sachen, muss man auch Verständnis für den Koch haben. Wie du ja schon sagst, wenn du dann mitbekommst, dass das Gericht das erste Mal auf die Karte genommen wird, dann ist das so wie du hast einen Prototypen, mhm, ein Grundgerüst, mhm, mit den Grundbausteinen, wo du das erste Mal sagst, wir bauen das jetzt das erste Mal zusammen und dann probieren die Gäste und dann kriegst du Feedback. So, das Feedback setzt du um, du probierst selber nochmal, du machst es noch zwei, dreimal weiter und dann entwickelt sich das in den, ich sag mal so, meistens sind das so 2 Wochen, 1,5 Wochen, bis das Gericht wirklich so ist, wie ich es haben will. Oder, mhm, ich merke, dass es rund ist. Mhm. Und ja, es gibt solche, ja, Sachen nicht, die wir machen, wo man macht ein Gericht und es, man richtet das erstmal an und es bleibt so. Niemals. Man ändert immer noch Salz, Zucker, Nuancen, Säure, Nuancen, Knuspersachen, Bitterkeit, all solche Sachen, die werden immer noch im Nachhinein mehr oder weniger hinzugefügt oder man arbeitet an den Proportionen. So einfach, ja, genau. Mhm, mh. Ja, das heißt, Gerichte entwickeln sich, deine Stilistik entwickelt sich. Wie ist es mit deiner Karriere? Also willst du in Berlin bleiben? Ist das... ist es abzusehen, ob du im Cordo bleibst oder ein eigenes Restaurant aufmachen willst? Ja, du, das wird sich zeigen. Okay. Das wird sich zeigen. Ich glaube, ich habe hier eine sehr gute Chance bekommen, diesen Laden hier in die Hand, an die Hand zu nehmen und mit meiner selbst zu kreieren und selbst zu gestalten. Und die werde ich jetzt auch wahrnehmen. So, ich werde das jetzt erstmal durchziehen. Wir werden gucken, wie sich es entwickelt. Dementsprechend weiß kann ich nicht, ich mache da überhaupt keine Pläne. Ich habe hier auch eine extrem schöne Wohnung, lebe mit meiner Freundin zusammen. Ich glaube, dass sich hier erstmal an der Situation nichts ändern wird. Ich bleibe Berlin erstmal ein bisschen treu. Das ist eine sehr politische, aber auch für mich sehr nachvollziehbare Antwort. Ja, nein, ja, nein, ist mir auch klar, dass du, selbst wenn es anders wäre, darüber nicht reden würdest und so. Ich hoffe aber jedenfalls, dass du in Berlin bleibst. Also du bleibst ganz sicher eine interessante Figur, egal wo du bist, in der kulinarischen Szene. Hoffentlich in Deutschland dann, damit man das auch wirklich mit, oder dass es einfach ist, nicht deinen Weg zu verfolgen für, mhm, alle, die es interessiert. Ich glaube, dass es sehr wichtig oder gut und wichtig für Berlin wäre, dass du hier bliebst noch eine Zeit lang, also bis zum Stern und so, zum zweiten. Oder vielleicht bist du auch der Erste, der den dritten kriegt. Vielleicht ist es ja niemand derer, die jetzt 2 haben, wer weiß. Das habe ich auch schon mal gedacht. Gar keine Ahnung. Ja, das vielleicht ist es niemand von denen, aber nicht, weil die nicht gut genug wären, sondern vielleicht, weil der Guide Michelin sagt, das können wir jetzt nicht machen. Die haben wir jahrelang keinen gegeben und da ist jetzt auch nicht so ein Sprung absehbar. Dann nehmen wir jemanden, der von unten jetzt kommt und, ja, der dann irgendwann 2 hat und dann den dritten oder so. Das wäre, mhm, mit den Gegebenheiten im Cordo schon dazu. 3 Sterne. Okay, ja, gut, dann...